Wisst ihr, was das Geile am Kiten ist? Man bleibt immer ein Kind und das ist auch echt gut so, um ein glückliches Leben zu führen. Es spricht vieles dagegen, jetzt aufs Wasser zu gehen, aber ich muss unbedingt rausgehen und dazu habe ich zwei gute Gründe. Grund Nummer 1 ist in diesem Paket drin. Nummer 2 steckt in diesem Paket drin. Wir packen das jetzt aus und dann gehen wir raus. Das Problem ist, die Aufnahmen vom Wasser gleich werden echt nicht gut aussehen, weil es jeden Moment richtig anfangen wird zu regnen. Ich muss wahrscheinlich mit der GoPro filmen, aber ich muss unbedingt das Material testen, weil ich bin echt gespannt. Und das ist kein richtiges Unboxing-Video. Ich glaube, das wird eher so eine Art Testbericht. Mal gucken, was wir aus diesem Video machen. Geil! 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 Das Brett habe ich extra für mich bauen lassen. Nicht speziell jetzt für mich, dass ich damit fahren kann, sondern ich will, dass man, bevor man Material kauft, dass man vielleicht bei mir im Laden die Gelegenheit nutzt und das Material sich ausleiht für eine Probefahrt und erst dann entscheidet, welches Material wirklich zu einem passt. Und deswegen erweitere ich jetzt konstant, immer wenn ich ein bisschen Geld habe, den Testpool mit richtig geilen Sachen. Und das hier gehört dazu. Und ich bin super gespannt, wie sich das Brett fahren lässt. Geil. Das sieht so, oh, lecklich. Oh, ist das geil. Es ist Gold. Es ist Gold. Und es ist ultra leicht. Boah, sieht das fett aus. Sieht das geil aus. Ein Anton-Logo in Gold da drauf. Richtig geil. Das ist jetzt ein neues Board von Anton. Das wurde handgefertigt für mich. Extra, man kann sich die Farbe, wie man das hier mit dem Logo haben möchte, kann man sich selber aussuchen. Und auch die Kantenfarbe und alles. Und das Besondere hierbei ist, es ist ultra leicht. Und es ist ultra leicht. Geil. Okay, Paket Nummer 1. Paket Nummer 2 kommt jetzt. Auf diesen Moment habe ich 5 Jahre hingearbeitet. Als ich damit anfing, einen Kiteshop aufzubauen, hatte ich eine gewisse Vorstellung von ein paar Marken, die ich unbedingt in meinem Kiteshop anbieten möchte, weil ich glaube, dass sie richtig gut sind. Und eine Brand, die mir gefehlt hat, war Flysurfer. Ich bin jetzt offiziell Flysurfer-Händler und das wird das fucking erste Paket, das ich von Flysurfer öffnen werde. Und deswegen, ich muss unbedingt mit dem Material heute raus, obwohl echt das Wetter nicht so toll ist und sowas, aber ich muss raus. Ey. Flysurfer Stoke in 12 Quadratmetern. Geil. Und eine Bar. Ab aufs Wasser. Das wird jetzt definitiv nicht das schönste Video, weil es ist, wie ihr sehen könnt, am Regnen. Aber da, wo wir jetzt hinfahren zum Kitespot, da könnt ihr schon einen hellen Himmel erkennen. Das ist dort. Und da fahren wir jetzt hin, weil ich muss einfach raus aus Wasser. Da führt einfach gar kein Weg mehr dran vorbei. Ich habe neues Material und ich muss raus. Ich bin jetzt fast am Kitespot angekommen und es ist immer noch am Regnen. Aber schaut mal da, wie der Himmel hell wird. Und da hinten seht ihr die ganzen Windräder, wie die alle drehen. Von daher, das wird jetzt eine richtig geile Kitesession, weil keiner da sein wird, außer ein paar Freunde von mir, weil die Vorhersage so schlecht aussah mit dem Wetter. Das wird jetzt gleich eine wirklich, glaube ich, die Session wird episch. Ich glaube, es wird richtig geil jetzt. Aber das haben sie halt damit gemacht, damit der Schirm sich halt verbinden kann irgendwie noch. Ja. Alter, zieh das Ding rein, Alter. Alter, zieh das Ding rein. Was denn?
Ey, die Session war so fett. Es hat zwar zwischendurch richtig stark geregnet, aber es hat echt überhaupt nichts ausgemacht. Darkslide, zweimal gestanden, ohne Kite Loop, aber ich habe ihn gestanden zweimal. Sieht bestimmt noch nicht so toll aus. Ich gucke mir gleich mal die Aufnahmen an und schau mal, ob da was bei ist. Bevor wir jetzt anfangen werden, über das Kiteboard zu sprechen, will ich, dass du weißt, dass ich das Kiteboard von meinem eigenen Geld gekauft habe. Es ist kein gesponsertes Video, kein gesponserter Testbericht. Ich habe keine Zahlung von Sven Anton erhalten. Und das bedeutet, ich sage zu dem Brett meine Meinung und ich werde dir sagen, was mir an dem Brett gefällt und was mir an dem Brett nicht gefällt. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier jetzt gerade ein Kiteboard laminiert. Das ist jetzt auch schon trocken, das hat jetzt 2 Tage getrocknet. Das mache ich jetzt gerade fertig für mein Test-Event, damit das auch wirklich die Tests aushält, wenn ihr damit am Fahren seid. Die erste Schicht habe ich schon aufgetragen. Das Ergebnis ist nicht besonders gut, aber ich bin trotzdem zufrieden. Für das erste Mal laminieren ist es echt okay geworden. Da sieht man halt, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber da sieht man schon echt so ein paar Wellen drin und sowas. Da sind ein paar Sachen schief gelaufen. Ich erkläre das aber in einem separaten Video, das machen wir nicht heute. Packen wir mal beiseite. So, da haben wir das Schnittchen. Jetzt können wir hier mal drüber quatschen. War wirklich eine sehr, sehr geile Erfahrung. Es war wirklich sehr interessant, damit zu fahren. Und ich muss sagen, insgesamt ein sehr, sehr geiles Produkt. Man muss jetzt hier unterscheiden. Wir haben bei den Anton Kiteboards bei dieser Leichtbauweise 2 verschiedene Typen. Wir haben einmal den SL, der mehr so Freeride-lastig ist. Das erkennt man auch an der Outline von dem Kiteboard. Und das Kiteboard, das ist das FF für Freeride und Freestyle. Ich sehe die Stärke in diesem Kiteboard eher im Freestyle-Bereich. Aber bevor wir auf die Fahreigenschaften eingehen, versuchen wir mal kurz über das Material zu quatschen. Also, die Idee hinter diesem Kiteboard, das Konzept dahinter, ist es, eine Leichtbauweise hinzubekommen. Das ganze Brett in der Größe 1,36 komplett zusammengebaut, wiegt unter 3,5 Kilo ungefähr. Um Gewicht einzusparen, wurde auf die Grindbase, auf der Ober- und Unterseite verzichtet und es wurde auch ganz dünn Harz aufgetragen und nicht so massiv wie bei allen anderen Brettern, um Gewicht zu sparen. Es nimmt dem Brett aber nicht die Festigkeit. Das Brett, wenn man das auf den Boden packt und man biegt es, dann ist es ein Brett, das definitiv absolut zu den harten Kiteboards gehört. Warum wurde das so gemacht? Es ist halt so, im Freestyle, wenn du mit Boots unterwegs bist, wofür dieses Board auch geeignet ist, braucht man härtere Bretter, um sich besser aus dem Wasser herauspoppen zu können und auch aus diversen anderen Gründen. Das Faszinierende hierbei ist, wenn wir uns mal die Rockerline anschauen, ich weiß nicht, ich komme ein bisschen näher zu euch ran, ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Wenn wir uns die Rockerline anschauen, das ist halt wie das Brett hier gebogen ist, dann ist es in der Mitte recht flach. Und schaut euch mal die Tipps an. Also das ist der Bereich von hier nach hier. Der ist richtig stark aufgebogen. Und was bedeutet das beim Fahren? Beim Fahren bedeutet es, und das ist recht logisch, das könnt ihr euch selbst herleiten, wir haben eine flache Fläche in der Mitte und die Tipps sind ziemlich stark aufgebogen. Das bedeutet, dass die Finnen ja auch ein bisschen weiter nach oben sind. Und durch die plane Fläche und die aufgebogene Fläche wird das Brett richtig drehfreudig. Das hat den Vorteil, wenn ihr am Fahren seid, dass ihr wirklich mit sehr wenig Kraft switchen könnt. Da sehe ich für das Brett auch eine große Stärke, gerade in der Welle, wenn man viel am Switchen ist und Richtungswechsel fährt. Funktioniert das Brett super, super geil. Hinzu kommt, wenn wir uns das Brett von hier anschauen, dann haben wir hier eine Doppelkonkave drinne. Und auch das führt dazu, dass das Brett sich bei den Landungen weicher anfühlt und das ist absolut faszinierend, wenn du mit diesem Brett fährst. Ich war jetzt, das hast du in dem Video gesehen, wir haben 15 Knoten gehabt, ich hatte einen 12er Boost Kite, nicht Boost, sondern ich hatte den 12er Stoke von Flysurfer
Hochwasser in Bremen, das ist extremst kabbelig. Das Brett geht durch Kabelwasser so gut durch und da muss ich echt sagen, Hut ab an Sven Anton, ein Brett zu bauen, das, wenn das hart abgestimmt ist, sich aber beim Fahren im Kabel anfühlt, als ob das Brett Stoßdämpfer hätte. Also es ist wirklich, das fühlt sich beim Reinfahren fühlt es sich weich an, aber auch nicht so weich, dass du das Gefühl hast, du würdest die Führung oder irgendwas verlieren. Ich hoffe, ich konnte damit dir erklären, was ich hoffe, du konntest verstehen, was ich damit meine. Okay. Ja. Gewicht merkst du sofort. Du fährst los und ein leichtes Kiteboard hat so viele Vorteile. Es bietet dir einfach so ein sportliches Gefühl. Wenn du dich aus dem Wasser rauspoppst, hast du das Gefühl, du hättest nur Pads unter den Füßen. Auch bei Stürzen, bei allem, bei Board-Offs und so, du merkst einfach wirklich, dass das was ganz, ganz Leichtes ist. Das hat wirklich, das erhöht, wenn du ein leichtes Kiteboard hast, das erhöht so stark den Fahrkomfort. Gut, ich muss sagen, ich bin insgesamt von dem Brett total begeistert. Das war eine mega geile Session damit. Ich persönlich, wo ich dem Brett einen Punkt Abzug geben muss, es hängt aber auch mit der Formgebung zusammen und damit, dass es eher ein Freestyle, dass ich den Schwerpunkt von dem Brett eher im Freestyle als im Freeride sehe, ist das Höhelaufen. Ich fand das Höhelaufen war schwerer als beispielsweise mit einem Anton 3K Kiteboard oder mit einem Anton SL Kiteboard. Das ändert sich aber wiederum, wenn du das Brett mit Boots fährst. Dann kannst du nämlich ganz anders ankanten und dann wirst du hiermit noch mehr Spaß haben. Ich glaube, mit Boots ist das Brett ein Traum. Und auch bei ausgehakten Sprüngen wirst du auch einen ganz anderen Pop spüren und dich ganz anders aus dem Wasser raustreten können mit diesem Brett, mit der Härte von diesem Brett und mit den Tipps, mit der Doppelkonkave, wie das Ganze gebaut wird. Mit Boots, Freestyle, ausgehakte Sprünge sehe ich das Brett wirklich ganz, ganz weit vorne. Also mega gut. Ansonsten, ja, also für mich selber, Freeride wäre für mich jetzt eher das Anton SL ein Stück weit vorne, einfach nur aus dem Grund, weil ich damit leichter Höhe laufen kann. Insgesamt, ganz ehrlich, eins mit Sternchen für das Brett.